Hallöchen Leute, hier bin ich mal wieder mit einem Video. Jetzt seit 4 oder 5 Tagen ist kein Video mehr gekommen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal wieder was vom VitoriousCraft Server. Das müsste inzwischen der 3. Zwischenbericht sein. Und ja, es hat sich einiges getan. Viele Bewerber waren ziemlich fleißig. Am Wochenende haben wir kräftig gebaut. Das ist jetzt zum Beispiel ein Alliance-Projekt von mir. Das ist hier eine Spleef-Arena. Könnt ihr hier mal drunter gucken. Ups. Hier ist halt die Spleef Arena, hier kommen dann noch ein paar schöne Verzierungen hin. So, gucken, ob ich das mit eher hier mit Gras oder mit Wolle mache, muss ich noch schauen. Hier in der Mitte steht eine Säule, die mit so einer Art, ja, Flügeln hier später die Ringkonstruktion halten soll. Und ja, ich schaue dann mal, was ich euch denn erstmal so zeigen könnte. Erstmal gucken wir uns an, was der liebe Mega Racer gebaut hat. Mega City. Das hier ist die serverinterne Adventure Map, wird das. Die der liebe Mega Racer hier fast im Alleingang am Bauen ist. Er hat 2 Helfer, aber er ist halt die kreative Hand dahinter. Ich lasse es hier mal so ein bisschen laden. Ich habe es euch, glaube ich, schon ein bisschen gezeigt. Hier werden dann vermutlich Enderperlen stehen und mit denen soll man sich dann halt auf diese Spitzen teleportieren. Und irgendwo gibt es dann hier noch ein paar Secrets. Und dann kommt man hier durch dieses Tor, diesem riesigen Tor mit diesem Mini-Eingang. Hier stehen auch noch King Mega Racer und Asi Mega Racer oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Hier ist dann halt die erste Stage, sage ich einmal. Hier versucht man dann halt anhand von Hinweisen eine Zahlenkombination herauszufinden, die man hier unten eingeben muss. Es wird noch alles gemacht. Ich zeige euch schon mal, was es hier zum Beispiel gibt. Hier wird es dann auch ein paar Kisten geben mit ein paar Sachen. Da werden wir noch schauen, ob dann alle auf einmal das machen sollen oder ob man dann irgendwie in eine Warteliste. Hier sind zum Beispiel schon ein paar Gebäude. Da hinten auch. Gefällt mir hier richtig gut, das mit den schönen Feldern hier, mit dem schön abgetrampelten Weg. Ja, hier ist dann zum Beispiel eine kleine Kapelle, hier vorne ist so eine Stadt und da drunter ist zum Beispiel ein Jump'n'Run slash Rätsel slash Labyrinth gedöns. Ja, und wenn man dann weiterkommt, dann, der Ring ist zum Beispiel noch nicht ganz fertig, kommt man zu diesem kleinen Weg hier mit diesen kleinen Marktständen. Und hier kommt eine Kapelle hin, die sich noch im Rohbau befindet, die mir eigentlich bis jetzt sehr gut gefällt. Müssen halt noch ein bisschen detaillierter Sachen rein. Ich glaube, ich muss mal kurz... Ich glaube, weil ich auf der Weltkarte bin, das kann manchmal passieren, gefällt mir vom Grundaufbau schon mal sehr gut. Wirklich, also Respekt, was die da bauen. Was mir auch noch wirklich sehr gut gefällt, ist dieses Kristallfeld hier. Das wird so eine Art Jump'n'Run. Und hier in der Mitte ist dann ein Wasserkäfig, oder wie ich das verstanden habe. Und ab da geht es dann weiter. Und so kraterförmig, aber viel größer, so wird das zweite Baugebiet aufgebaut. Da habe ich schon einen Plan, der Mega Racer terraformt mir das, weil ich damit noch nicht so gut umgehen kann. Und da werde ich dann halt das zweite Baugebiet errichten. Da, naja, vielleicht werde ich ein Zweitgrundstück wollen und auf Anhieb mal schauen. Das wird ziemlich knapp mit den Plätzen. Wir werden wahrscheinlich eine Bewerbungsphase machen. Und hier kommt dann der dritte Ring, der Ring der Reichen hin. Und ja, was noch neu ist, ist zum Beispiel der Bahnhof. Den zeige ich euch mal. Dazu muss ich aber einen kleinen Schnitt machen. So, hier befinden wir uns im Inneren des Bahnhofs, der noch nicht fertig ist. Aber vom Layout und vom Design gefällt er mir schon mal sehr gut. Hier habe ich ebenfalls keinerlei Hand angelegt. Deswegen sage ich das schon mal einen großen Lob an meine Mitbauer. Also die geben sich wirklich sehr viel Mühe. Wir haben auch seit dem Wochenende jeden Tag wirklich durchgebaut.
bis ja, teilweise 21 Uhr. Und ja, von innen ist ja schon mal ziemlich beeindruckend. Dieser Sandstone hier gefällt mir schon mal sehr mit dem Holz, das macht sich immer gut. Aber noch beeindruckender ist er von außen. Ich finde das wirklich ziemlich geil gemacht. Es ist dieser einfach so ein riesiger Sandhügel hier. Ich gehe mal mit Optifine, da sieht das ein bisschen spektakulärer aus. Einfach dieser riesige Sandhügel. Ups, jetzt fängt es ein bisschen an zu stottern. Dieser riesige, ich sag's nochmal, Sandhügel. Riesig einfach nur. Terraformt hier mit schön viel Laub. Und oh, mir gefällt es einfach richtig gut. Hier ist noch so ein Mini-Sumpfgebiet. Das ist mir vorher schon aufgefallen. Aber mir gefällt halt dieses Lebendige, dieses. Ah, da oben kommt dann noch was Schönes hin. Ja. Und was ich in der Zwischenzeit gebaut habe, während die anderen hier sich am Bahnhof und Dingenskirchen an der Adventure ausgetobt haben. Das zeige ich euch in der nächsten Folge. Freut euch schon mal drauf und bis dann!